Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir machen heute ein richtig leckeres One-Pot-Gericht oder besser gesagt One-Pan-Gericht. Und zwar Spaghetti mit Thunfisch. Und das Ganze soll mega, mega simpel sein, mega, mega schnell gehen. Und natürlich im Idealfall auch noch super schmecken. Die Zutaten seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Unterm Video, wo hier Aufklappen steht, einfach mal drücken. Da steht alles für euch drin. Und ich glaube, es sieht bald wilder aus, als es ist. Es sind wirklich nur ein paar Zutaten. Und ist auch so ein bisschen angelehnt an meinen Auslandseinsatz. Damals, als ich tatsächlich dann auch mal ab und zu selber gekocht habe oder eigentlich fast jeden Tag. Und ich musste Sachen haben, die man ständig bekommt im Ausland. Das war zum Beispiel Thunfisch, den habe ich eigentlich regelmäßig verwendet. Nudeln oder Spaghetti kann man sich natürlich immer super machen. Und dann schmeißt man das Ganze mangels großer Auswahl in einen Topf und zaubert da was Feines raus. Ja, das habe ich jetzt noch mal ein bisschen ausgearbeitet und habe mir da auch ein Video von Martha Stewart zu Hilfe genommen. Aber wir werden es noch ein bisschen anders machen. Das ist diese originale Entwicklerin dieser One-Pan-Spaghetti-Geschichte. Aber wir werden es natürlich anders machen, weil da war kein Fleisch drin, da war kein Fisch drin. Schon scheiße. So, man merkt, wir haben schon Bier auf. Ich habe noch eins angebrochen, also ich sag mal direkt Prost. Prost. André, zu dir, zu euch. Schon auf. Ja, ist nämlich nicht das erste Video, was wir drehen. Und bevor ich mein Bier wegschütte oder neues aufmache und so tue, als wenn das hier alles nur haha für euch ist, trinken wir erstmal auf. Ja, Prost. So, also das Ganze relativ simpel. Im Original wird eigentlich alles in die kalte Pfanne reingegeben. Wir machen es ein bisschen anders. Und zwar werden wir erstmal ein bisschen Röstaromen an die Zwiebeln bringen zum Beispiel und an Knoblauch. Zwei Knoblauchzehen reichen uns da neben einer roten Zwiebel. Ihr könnt auch natürlich eine andere Zwiebel nehmen, aber die roten finde ich eigentlich immer ganz cool zum Kochen. So, Zwiebeln schneiden. Schneiden wir wieder den Asia-Cut, also sprich mit der Faser. Knoblauch einfach ein bisschen klein hacken. So, reicht das schon? Die Pfanne ist noch nicht ganz heiß, deswegen bereiten wir schon mal ein paar weitere Sachen vor. Hier haben wir ein paar schöne Mini-Rispentomaten. Die kommen dann natürlich mit rein. So, die können wir nämlich schon mal in der Hälfte durchschneiden. Und dann zupfen wir uns schon mal Basilikum. Da kommt schon ein bisschen was rein, von daher ruhig ordentlich was rausziehen. Das brauchen wir auch gleich eigentlich gar nicht mehr großartig klein machen. Wenn wir es nachher ein bisschen kochen, dann verliert das ja fällt ein bisschen zusammen. Die Pfanne müsste jetzt heiß sein, von daher gehen wir jetzt mal nach vorne. Ich nehme die Zwiebeln mal direkt mit. Und dann die Zwiebeln anrösten. Heiß, 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 heiß. Respekt, so. Ohne Handschuh? Ja, mal ohne Handschuh. So, den Knoblauch gebe ich jetzt mit rein. Der röstet jetzt ja quasi ein bisschen mit, weil die Pfanne einfach genug Temperatur noch hat. Das ist geil, kochen ohne Hitzequelle. Ja. So, dann können wir auch schon direkt etwas Tomatenmark mit reingeben. Ich sag mal so, ups, vielleicht so 2-3 Esslöffel. Also 2 reichen. So, das verrühren wir mal so ein bisschen. Das duftet jetzt herrlich nach Zwiebeln, nach Knoblauch. Ja. Das ist mit Sicherheit richtig bis hier. Besser als in diesem Video von Martha Stewart. Lustiger Name übrigens. Irgendwie klingt das mehr so wie so ein Historien. Drama von Shakespeare oder was weiß ich nicht was. Jetzt geben wir mal die Nudeln so ein bisschen rein. Das schieben wir mal so ein bisschen zur Seite.
versuche die Nudeln natürlich so weit wie es geht nach unten zu bekommen. Oder die Spaghetti. Ups. Tisch. Ja. Dann geben wir unsere Tomaten dazu. Und dann noch Basilikum. So, und dann haben wir hier unseren Thunfisch. Den habe ich genommen mit eigenem Aufguss, also nicht mit Öl. Weil so können wir nämlich die ganze Dose verwerten. Mit Flüssigkeit. Zack. So, und jetzt geben wir einfach Wasser drüber. Ungefähr so viel, wie das alles bedeckt ist. So leicht bedeckt. So müsste es reichen. Dann geben wir natürlich noch etwas von unserer selbstgemachten Instant-Brühe dazu. Also Gemüsebrühe. Video kann ich euch natürlich mal eben verlinken, steht dann oben in der Videoecke. So. Das ist also purer Geschmack, ohne Zusatzstoffe, mega lecker. So, da reichen 4 so kleine Löffelchen. Eigentlich waren es sogar 5. Dann geben wir aber dennoch etwas Salz dazu. Weil da ist noch nicht so extrem viel drin. Und die Nudeln ziehen natürlich ordentlich Salz. So, und dann geben wir das Ganze auf den Herd oder auf die Flamme. Jetzt lassen wir es erstmal aufkochen und dann halten wir es etwas in Bewegung. Das Wasser fängt jetzt an zu kochen. Und jetzt rühren wir also oder halten die Nudeln auch so ein bisschen in Bewegung, dass sich das Ganze nicht zusammenklebt. Solltet ihr nichts von dieser Instant-Brühe haben, die ich selber gemacht habe, dann ist das natürlich sehr traurig, aber ihr könnt natürlich auch Gemüsefond nehmen oder letzten Endes auch einfach nur Wasser. So. Wenn sich die Nudeln biegen lassen oder die Spaghetti, dann sollten wir das auch machen. Das ist übrigens wahrscheinlich ein Gericht, bei dem Italiener anfangen zu heulen. Und dich zu beschimpfen. Ja. Aber Ziel ist ungefähr so in 10 Minuten das Ganze fertig zu haben jetzt. 10 Minuten so abkochen ungefähr. Oh, jetzt habe ich eine Nudel zerbrochen. Um Gottes Willen. Kommst du in die Hölle? Ja, in die italienische Hölle. Aber da komme ich, glaube ich, mit dem Gericht sowieso schon hin. Ich stehe auf jeden Fall ganz weit vorne. Ja, na, wir warten einfach noch ein bisschen, bis die Nudeln auch so weit sind oder die Spaghetti. Ist ja wahrscheinlich schon Frevel, wenn ich überhaupt Nudeln sage. Aber man sieht schon, die Soße wird ein bisschen rötlich. So wollen wir es auch haben. So. Ich habe jetzt mal so eine Grillzange genommen, was irgendwie dann noch ein bisschen griffiger ist als mit einem Löffel. Da sieht man jetzt schon, da muss man ein bisschen am Boden aufpassen, nicht, dass die Nudeln da festhaften. So, allmählich wird's was. Aber wie gesagt, auch die Nudeln, die jetzt hier nicht mehr in der Flüssigkeit sind, die muss man natürlich auch regelmäßig wieder in die Flüssigkeit geben. Etwas Wasser habe ich noch dazugegeben, vielleicht waren es auch ein bisschen viele Spaghetti. Zumindest für die Pfannengröße. Richtig, wollte ich gerade schon meckern. So, Hitze machen wir mal aus. Das reicht also auf jeden Fall. Und dann sind wir am Ende. So, Flüssigkeit ist tatsächlich so gut wie weg. Es ist jetzt noch ein bisschen soßig, so wie es sein soll. Und er riecht schon, es riecht toll. Riecht wirklich toll. Sehr gut. So, dann nehmen wir es mal auf den Teller. Noch einmal kurz ein bisschen rühren. Mehr.
Na gut, das klappte halt nicht so ideal. So, da haben wir uns mal so ein Tellerchen voll gemacht. Jetzt nehmen wir noch etwas Parmesan. Alternativ geht natürlich auch Grana Padano. Dann nehmen wir mal die kleinere. So. Und zum Schluss noch etwas gutes Olivenöl. Einfach ein bisschen was drüber. Und noch etwas Pfeffer zum Schluss. Zack. Und fertig ist unsere Portion. Garnieren müssen wir natürlich auch noch. So. So sieht es natürlich schön aus. Und fertig ist unser Tellerchen. Dann probieren wir mal. So. Mmh. Mmh, richtig gut. Also der Thunfisch schmeckt nicht mehr so wie jetzt zum Beispiel auf einer Pizza. Er schmeckt jetzt irgendwie fischiger. Also er passt hier richtig gut da rein. Man schmeckt wunderbar den Basilikum raus. Den Pfeffer, den ich gerade natürlich noch drüber gegeben habe, ist richtig lecker. Super. Mmh. Richtig lecker. Und so einfach, innerhalb von ein paar Minuten, inklusive Soße, perfekt, super schnell gemacht und richtig lecker. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir natürlich einen Daumen hoch, freundlichen Kommentar, probiert es unbedingt mal aus und abonniert meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao.